Viele Leute lesen nicht so gerne im Alten Testament. Und manchmal kann ich es verstehen. Zum Beispiel Deuteronomium 28, 5. Mose 28. Da stehen 14 Verse, wie Gott uns segnen will. Und anschliessend kommen 54 Verse, was uns passiert, wenn wir nicht nach Gottes Willen leben. Ach, das setzt doch Druck auf. Warum 54 Verse mit Androhungen? Ich habe gelernt, die Stelle um einen anderen Licht zu lesen und zu verstehen. Wenn ich sehe, was Jesus mir alles vergibt, wie er mir wieder und wieder und wieder eine neue Chance gibt, dann sind die 54 Verse nichts anderes als Ausstreichen von seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit. Das Alte Testament zeigt mir auf, wie unendlich treu, geduldig und barmherzig Gott ist. Vielleicht ist es Zeit, doch wieder mal das Alte Testament zu lesen. Es ist ein Gewinn. Und es gehört zum Neuen. Wer das Neue Testament verstehen will, der muss im Alten Testament anfangen. Viel Spass beim Lesen der Bibel!